Hallo und herzlich willkommen zurück im Haus von Mr. Glockweiß. Wir sollen hier entkommen, können wir natürlich gerne machen. Ich finde nur gerade ein bisschen diese hektische Musik angsteinflößend. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier jeden Moment Wachen entgegengerannt oder so. Der hat echt ein beeindruckendes Haus, muss man so sagen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie rausfinden, wie wir hier rauskommen. Wahrscheinlich einfach, indem wir die ganzen Dinger hier wieder betätigen. Schwupp. Und jetzt? Jetzt haben wir erstmal ein Problem, weil die Hütte da nicht mehr aufgeht. Aber sonst haben wir doch gar keine Schalter mehr. Ich glaube, ich hätte erst das hier drücken sollen. Weil dann geht es hier doch wieder zu, ne? Das ist ja auch nicht so das wahre, Mensch. Oder hätte ich da drin noch was drücken sollen? Ja, das hier. Hier muss ich natürlich noch drücken, sonst komme ich da nicht weiter. Jetzt müssen wir hier wieder drücken. So weit, so gut. Wo ist hier der Knopf? Hier ist keine Knopf. Okay. Ja, gut, kann man so machen. Ah, da. Und jetzt noch hier und dann ist die Sache gelaufen. Und jetzt geht's ab nach draußen. Natürlich wollen wir gehen. Auftrag erledigt. 500 Goldmünzen. 96% der Beute haben wir gestohlen. 2 von 2 Sammlerobjekten. Irgendwas haben wir liegen lassen. Naja, ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir kriegen überhaupt Kohle. Das ist aber ein unschönes Bild hier mit dem Feuer im Hintergrund. Lass doch die Stadt stehen, Mensch. Die hat doch keinem was getan. Ich meine, ich stehe auch auf Feuer, muss ich zugeben. Ich finde Feuer beeindruckend, aber man muss doch nicht gleich die ganze Stadt anzünden. Die Kirche hat gelangt. Oh Gott. Okay, wo müssen wir lang? Hier hinten ist der nächste. Stiehl das Diebesfängerwerkstück. Gut, machen wir. Passt mir natürlich nicht so sehr. Das glaube ich nicht, Freund. Ich habe nichts gesehen. Ich tu dir nichts. Nicht, wenn du gläubig bist. Ich bin sowas von gläubig. Ich glaube daran, dass du mich in Ruhe lassen sollst hier und überhaupt. Meine Augen brennen. Da ist nichts. Schade. Etwas Abwechslung hätte nicht geschadet.
Okay, jetzt mach auf hier die Kiste. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Die machen mir alle Angst. Viel zu viele Wachen. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Voller Hoffnung ist die Stadt. Unser Glaube muss stark bleiben. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Flupp. Meine. Was soll's? Batz! Du willst Ärger, ja? Und gute Nacht. Jetzt aber schnell mal was futtern. Hat einer Geld dabei? Nö. Oh, das ist aber auch ein Nebel hier, du. Von hier oben hätten wir auch reingekonnt. Also müssen wir definitiv hier lang. Weg mit dem Schloss. Weg mit dem Schloss. Ah, lasst mich doch einfach in die Hütte rein, Mensch. Dann geschieht euch nichts. Hallihallo. So, was klauen wir denn jetzt hier alles? Also erstmal machen wir die Schieber auf. Befehl des Diebesfängergenerals. Mortimer, du bist wieder so schnell. Du bist weder so schnell noch diskret, wie du es versprochen hast. Ich habe dir eine Summe bezahlt, die an Erpressung grenzt, und will jetzt meine Ehrenzeichen dafür, und es muss echt aussehen. Ich will es bis zum Mittsommertag, sonst lasse ich dich hängen. Ich erwarte, angemessen beeindruckt zu werden. Hm. Eine Taschenuhr, das ist aber schön. Für treue Dienste in der Wache. So, das war's. Leute wie mich würden sie die Wache nicht brauchen. Oh, hier steht echt alles in Flammen. Haben wir jetzt hier noch irgendwas zu tun? Wir könnten mal gucken, aber hier wird es nichts groß zu plündern geben. Hier ist ja fast alles schon tot. Lass mich bloß hier weg. So, da habe ich doch hier oben tatsächlich noch eine Bude gefunden, wo wir klauen können. Ich bin echt so ein gemeiner Dieb. Na, hier ist ja gar nichts. Hier war Blut, da gucken wir doch mal schnell hier hinter die... Na, hinter... Jetzt hab dich... Willst du mich eigentlich? Ah, nur noch ein... Komm schon. Ja, fast. Okay. Mann, das Schloss hier ist aber schwer zu knacken. Oh, das gibt's echt nicht. Oh. Und ich dachte, Schlösser sind keine Herausforderung. Oh, jetzt aber. Jetzt sind wir durch. Der Lorsch ist durch. Oh, was haben wir denn hier? Hm. Ist klar. Okay, ist offen. Na hui, was haben wir denn hier? Mein Gott, Walter, bleib doch mal ruhig da draußen. Orion ist ein Schwein, er gehört selber mit zu der Familie. Hängt ihn, sag ich. Weiß einer, was ich hier jetzt eigentlich deaktiviert habe? Ich wünschte, es käme mal ein Dieb durch meine Kathedrale. Orion erwartet euch mit offenen Armen.
Das war jetzt clever gelaufen. Oriana wartet euch mit offenen Armen. Oh, hört auf, hier so rumzuschreien. Ich flehe euch an. Ich bin doch schon nervös genug. Zur Kathedrale. Oriana wartet euch mit offenen Armen. So, was haben wir denn hier? Ich wollte nicht das drücken. Sammlerstück. Dämmerungsschein. Schönes Schmetterlingle. Wir müssen sagen, genug. Unsere Häuser dürfen nicht mehr enteignet, unsere Familien nicht länger ausgehungert werden. Wir dürfen nicht länger in der Gosse unseren Tod erwarten. Diese Stadt gehört ihren Einwohnern. Wir müssen sie zurückerobern. Haltet zusammen. Eine neue Dämmerung naht. Eine Götzendämmerung. Na, mein Gott, Walter, da hat jemand was vor. Ja, ja, ich preis den ja gleich, Mensch. Bleib ruhig. Darf ich hier nicht lang? Das ist aber nicht nett. Da vorne startet ein neues Kapitel. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ach, da oben ist nur das Fenster. Ja, das neue Kapitel will ich eigentlich noch nicht starten. Was aber auch gar nicht nötig ist. Man kann den Fluss bis hier erriechen. Und dein Tod rieche ich schon seit Stunden. Naja, eigentlich habe ich dich nur umgehauen, ne? Die Stadt gehört uns. Zack. Steht da oben noch der Armbrustlümmel? Ja, der steht da noch. Nacht. So, also dieser Wachpunkt der Götzen ist schon mal so was von weg. Jetzt machen wir hier Wachenweitwurf. Pass auf. Stirb! Oh, was haben wir denn da noch Schickes entdeckt? Ah, wir kommen hier seitlich hoch. Da hat doch noch eine Kleinigkeit geglitzert. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was bist du denn für einer? Hier einfach wieder runterspringen. Und ich spüre, dass ich da hoch will. Und zwar im Eilschritt. Alte Götter, neue Götter, mir hören Sie zu. So. Das Ding hier können wir doch irgendwie verschieben. Halt. Da haben wir's. Ein bisschen Geld. Und ein bisschen Kohle. Und wegen dem paar... Lass den Peter ruf. Ich mag dieses Geräusch. Das bedeutet, Geld ist in der Nähe. Einiges an Geld sogar. Ah, das war's, oder? Ja, da können wir auch wieder hier runtergehen. Ich komme aber nicht runter. Wieso komme ich denn hier nicht runter und gucke nur blöd auf meine Schuhe? Oh, was liegt denn da noch? Hätten wir doch fast was liegen lassen, Mensch. Niemals! Preist Orion! Preist lieber mich, ich bin toll. Was ist das denn jetzt noch? Ach, das hier ist so ein Reisedingens. Das sehe ich doch sofort. Hier reisen wir wieder in ein anderes Gebiet. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sehen. Da würde ich sagen, schnappen wir uns beim nächsten Mal das fehlende Stück vom Stein von diesem Orion. Wird Zeit, dass sich mal jemand um den kümmert. Und dann würde ich einfach sagen, stelle ich mich hier ran, atme ein bisschen die frische Rauchluft.
Ah, geräucherter Lord. Nom, nom, nom. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.